Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich dieses wunderschöne Unboxing und zwar geht es um die Limited Edition von Glossybox in der Kiehl's Version. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eine Kooperation mit Glossybox, heißt, ich habe die zugeschickt bekommen, um die euch vorzustellen. Und ja, hier haben wir Produkte von Kiehl's drin. Ne? Normalerweise ist Glossybox so eine Beauty-Abo-Box, die du monatlich halt geliefert bekommst, wo 5 Beauty-Produkte drin sind für 12,50 Euro oder ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Setze ich dir auch mal einen Link in die Infobox. Jetzt haben die eine Limited Edition rausgebracht. Das ist hier die Kiehl's Edition. Und ja, die bekommt man als Abonnent für 35 Euro, als Nicht-Abonnent für 45 Euro. Und wenn du den Code Claudi Limited verwendest, Claudia Limited, dann bekommst du die für 40 Euro, wenn du kein Abonnent bist. Alles in der Infobox verlinkt, schau super gerne mal vorbei. Und ja, wir sollen hier einen relativ hohen Warenwert auch mal wieder drin haben. Ich bin sehr gespannt und möchte gerne mit euch hineinschauen. Ne? Ich verlose in diesem Video auch was. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ziemlich viel Laberababa zu Anfang. Jetzt schaue ich mal hinein. Hier klebt direkt im Deckel auch schon dieser Flyer. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Ja, Kiehl's Limited Edition. Ne? Kiehl's liebe ich die Avocado-Augencreme. Kiehl's ist generell eine Marke, die ich persönlich sehr gut hautmäßig vertrage. Ne? Glossybox x Kiehl's Limited Edition. Hey Glossy! Diese Limited Edition ist ein ganz besonderes Geschenk an dich selbst. Zusammen mit der amerikanischen Kultbrand Kiehl's haben wir eine Box voller Highlights für deine Pflegeroutine kreiert. Ihre hochwertigen und luxuriösen Produkte versorgen deine Haut mit den effektivsten und wirkungsvollsten Ingredients für ein frisches, gepflegtes und strahlendes Aussehen Tag für Tag. Freu dich auf eine große, exklusive Produktauswahl, hübsch verpackt in einer praktischen Kosmetiktasche. Jo, und dann kannst du entsprechend den Code scannen, bekommst dann auch die Produkte und so weiter angezeigt, was ich ganz cool finde, ne? Also auch die Preise, die blende ich euch auch mit ein. Und hier haben wir schon das Schätzelein, ja, die Tasche. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein. Und das war so ein, ne, wer aufgepasst hat, das war so ein Kettenreim. Das mache ich ganz gerne. Ich liebe es, in Reimen zu sprechen. Am liebsten, keine Ahnung, hätte ich mein ganzes Leben in Reimen. Ja, wir haben ja relativ, ne, das Füllmaterial, relativ ordentlich Füllmaterial mit dabei, damit auch nichts kaputt geht. Und hier habe ich dann auch das Täschchen. Also ich mag das Täschchen. Es sieht sehr, sehr hübsch aus und kann man gut verwenden, um da Produkte reinzupacken und sie weiterzugeben. Brei gefüllt, also wirklich gut gefüllt. Dann schauen wir mal. Also als erstes habe ich hier, das ist schön, die kommt direkt mit in Anwendung, Calendula? Petal Infused Calming Mask. Soothes and relieves skin from discomfort. Also das sind 14 Milliliter. Da wirst du jetzt nicht ewig was dran haben, also vielleicht 2, 3 Anwendungen, ne? Aber da ist Calendula drin und Calendula, da haben wir auch viel so in dieser Babypflege für unseren kleinen Sohn. Ja, und Masken liebe ich ja, ne? Das ist ja voll mein Ding. Sehr hautberuhigend. Riecht aber soweit nach nichts. Nee, also schaut einmal so aus. Und das soll dann die Haut beruhigen. Das finde ich sehr, sehr schön. Denn meine Maske für die Donnerstagsmaskengeschichte ist auch leer gegangen. Das heißt, die kommt dann jetzt in Anwendung. Ja, ich habe bei mir im Badezimmerschrank 7 verschiedene Pöttchenmasken stehen. Für jeden Tag eine. Und ja, dann kommt die jetzt auch in Anwendung. Finde ich gut. Mag ich gerne leiden. Dann haben wir hier, ja, was ist das denn? Kiehl's Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Auch sehr interessant. 14 Milliliter sind hier drin. Also wir haben hier keine riesigen Tiegel oder sowas. Das sind halt schon eher so Probier-mich-aus-Geschichten. Also ich würde jetzt nicht sagen Proben in dem Sinne, weil die sind ja schon große, ne? Aber es ist nichts in der großen Größe, ne? Aber es ist halt schon groß genug, dass man das über einen gewissen Zeitraum testen kann, um zu schauen, ob einem das hauttechnisch auch gefällt. Und dann gegebenenfalls, wenn es richtig genial ist, es nachzukaufen. Ja, also eher eine Nachtcreme ist das dann. Midnight Recovery, Omega Rich. Also dann wird die ja reichhaltig sein, ne? Schauen wir mal. Ich habe jetzt aktuell zwar eine andere Nachtcreme auch in Anwendung, aber hallo. Hallo. Der Moment, wenn du eigentlich auch relativ kurz geschnittene Fingernägel hast und dann versuchst, so ein Ding aufzumachen. Okay, das sieht sehr, sehr fest aus, ne? Sehr interessant. Ich glaube, da sind ja generell keine Parfümstoffe oder sowas mit bei. Boah, richtig cool. Richtig fest. Also sowas ist auch für mich eher als Nachtcreme dann zu denken. Boah,
sehr reichhaltig. Das ist wie Butter. Als hätte ich mir jetzt gerade so ja, aufgeschlagene Butter hier drauf gemacht. Es riecht ein bisschen kräuterig, ne? Aber ich glaube, das ist halt der Eigengeruch der Inhaltsstoffe. Das ist genial. Das ist richtig schön reichhaltig. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Weiter geht die wilde Reise. Dann habe ich hier etwas, was ich aktuell unter der Dusche stehen habe. Sehr gutes Produkt. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Hier sind 30 ml drin. Habe ich nämlich von der lieben Melli auch im Adventskalender gehabt. Das ist einfach so ein durchsichtiges Gel und das verwende ich gerne, weil ich ja Double Cleansing mache unter der Dusche. Ne? Also quasi, wenn ich in die Dusche gehe, nehme ich mir ein bisschen was von meinem Abschminkbaum, mache das in den Finger, mache das brrr, damit halt mein ganzes Kladderadatsch besser runterkommt. Dann gehe ich unter die Dusche, feuchte das nochmal ein bisschen an, mache das emulgieren, mache das runter und so. Und dann nehme ich das Face Wash und das hier ist wirklich sehr, sehr effektiv. Das mag ich auch. Das ist cool. Mag ich, dass es hier auch mit drin ist. Hier haben wir auch eine Gesichtscreme. Das ist eher was für einen Tag. Ultra Facial Cream 24 Hours. Eine Daily Lightweight Hydrating Formula. 14 ml sind hier drin. Also die ist von der Konsistenz her etwas leichter als jetzt die Nachtcreme. Also etwas gut, etwas sehr leichter. Dann habe ich hier etwas mit drin von Kiehl's. Das ist eine Kiehl's Box. Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Das ist, ach so, genau, das kannst du auch fürs Double Cleansing nehmen, dass du erst dieses hier nimmst und dann das Gel, was ich euch eben gezeigt habe. Ne? Auch cool, 40 ml haben wir hier mit am Start. Und das ist sehr, sehr flüssig. Okay, es ist hier wirklich richtig gut noch was drin. Manche Sachen sind ein bisschen kleiner, manche sind ein bisschen größer. Hier habe ich nämlich zum Beispiel dieses Midnight Recovery Concentrate. Das ist wie so ein Serum, damit deine Haut etwas strahlender und jünger aussieht. 4 ml ist nicht viel, aber es ist halt auch keine Mini-Sachet-Probe, sondern du hast hier schon so ein, ja, so ein Pipetten-Ding mit dabei. Ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut, dass wir hier so eine Verpackung mit dabei haben, wo die ne, wo das Produkt ein bisschen intensiver noch beschrieben ist. Ich meine aber, dass ich das hier letztens mal ausprobiert habe. Es kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Ich habe das nämlich positiv in Erinnerung. Oder war das grün? Ich hatte nämlich schon mal sowas und ja, finde ich cool. Also das ist halt eher für nachts, für abends, weil ist ja auch von der Konsistenz her eher ölig. Ne? Hast du als Pipette, ist aber trotzdem auch noch mit einer Glasflasche mit dabei. Das kannst du um mit Squalan. Das ist so, Squalan ist dafür da, damit die Feuchtigkeit in der Haut besser gehalten wird. Und ja, dann kann ich da mal so ein bisschen durchstöbern, ob das von den Inhaltsstoffen her für mich auch passend ist. Lavendel hast du hier mit am Start. Hört sich alles so weit, so gut erstmal an, ne? Ja, schön. So, vier haben wir noch tatsächlich. Da habe ich ein kleines Tübchen mit 5 ml. Das ist ein Powerful Strength Line Reducing Concentrate mit 12,5% Vitamin C und Hyaluronsäure. Interessant. Interessant. Mache ich das dann auf speziell, partiell auf meine Falten dann drauf? Hört sich nämlich irgendwie so an. Wobei Vitamin C ist doch eher aufhellend, oder? Leute, wofür habe ich denn ein Handy und hier den QR-Code? Das kann ich doch direkt mal scannen. Oh, Danny Pelletier ist live. Der ist irgendwie immer live, wenn ich am Film bin hier. Ist ja unglaublich. Schaut auf jeden Fall bei seinem Highlight-Kanal mal vorbei. Da lädt er nämlich immer gerne die Sachen hoch, wenn er auf Twitch gestreamt hat, was dann die Highlights sind. Und bei Twitch könnt ihr generell auch gerne bei ihm vorbeischauen. So, mal gucken, ob da schon was drin ist. Magazin Kiehl 2023. Jo. Im Kampf gegen die Zeichen der Zeit greift zu diesem hochkonzentrierten Pflege-Essential. Dank seiner effizienten Vitamin C- und Hyaluronsäureformel mindert es das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen direkt nach der ersten Anwendung. Besonders das hochdosierte Vitamin C hat die Power, die Haut strahlen zu lassen, sowie die Kollagenproduktion zu unterstützen. Für ein strafferes und mit wertvoller Feuchtigkeit versorgtes Hautbild. Eine kleine Menge des Serums zweimal täglich morgens und abends auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen, Augenpartie aussparen, anschließend Pflegecreme verwenden. Ja, okay, aber gut, da kommt es jetzt. Ist halt eine kleine Reisegröße. Okay, na gut. So, dann habe ich hier noch eine Körpercreme mit 30 ml. Das ist wirklich, 30 ml ist nicht viel, ne? Aber zum Ausprobieren auf jeden Fall cool. Ich muss aber sagen, dass ich das, also ich bin jetzt schon mittendrin, Fazit läuft bei mir, ne, wie immer. Ich finde das immer ziemlich cool, wenn wir halt
viele verschiedene Produkte in den Boxen drin haben, dann ist es für mich auch okay, wenn das mal kleinere Größen dabei sind. Also dass wir dann halt auch wirklich hier so kleine Geschichten wie hier auch wieder, ne, mit dabei haben mit 4 Millilitern. Dafür haben wir dann aber auch 3 verschiedene Serien hier drin, die man dann ausprobieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich persönlich cooler, als wenn du eins drin hättest mit 15 oder 20 Millilitern. Ne? Weil dann kann man halt, je nachdem welches Hautbedürfnis man hat, sich da entsprechend durchprobieren. Das hier ist zum Beispiel das Vital Skin Strengthening Super Serum. Und ja, das hilft dann einfach gegen alles Mögliche der Hautalterung. Radiance und Improving Texture, also quasi unterstützend und Strahlkraft mit 11 KTA, keine Ahnung, Hyaluronsäure und Adaptogen. Herbal-Komplex. Keine Ahnung, 4 Milliliter sind hier auf jeden Fall drin. Das ist dann eher was für den Tag und das hier für die Nacht. Und das hier akut gegen Falten und Zeichen der Hautalterung wahrscheinlich. Okay, ja, auch hier wieder finde ich schön Glas, ne? Nicht schlechter Specht. Ja, und einen haben wir noch, abgesehen von der Tasche, die ja auch in dem Sinne vorhanden ist, ne? Und zwar habe ich hier ein Ultra Facial Hydrating Concentrated Cleansing Bar. Moisturizing Formula with Squalan, haben wir auch wieder am Start. Und Glacial Glycoprotein. Herzlichen Glückwunsch. For all skin types, including sensitive, die ich habe. Ich habe sensible Haut. 30 Gramm. Das ist ein festes Stück Seife quasi oder festes Stück Produkt, womit du dann deine Gesichtshaut reinigen kannst. Finde ich, riecht ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, halt jetzt nicht parfümiert halt, ne? Ja, und so riecht das halt. Ich will jetzt nicht sagen muffig, aber ist nicht so ganz meins. Da mag ich dann lieber, wenn da ein bisschen Parfümstoffe mit dabei sind, das vielleicht ein bisschen blumig riecht oder so, ne? So. Ziemlich viele Produkte, wo ich direkt 2 von den Anwendungen nehmen möchte, also die Maske und die Nachtcreme. Ansonsten, also und eins, was ich halt aktuell sogar schon in Anwendung habe, ich finde Kiehl's ist wie gesagt eine interessante Marke. Schade, dass die Avocado-Augencreme nicht mit dabei ist, das wäre natürlich noch ein Klopper gewesen. Aber ich finde es wie gesagt schön, dass wir halt viele Produkte drin haben, dafür vielleicht etwas kleinere Größen, aber halt die Option, das ein bisschen besser auszuprobieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich feiere das, wirklich. Eine schöne, gelungene Special Edition Box, dass man einfach mal die Marke kennenlernen kann. Und dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!